Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Nein, das funktioniert nicht. Ja. Wir sind wieder irgendwo im Nirgendwo, fahren gleich. Ich gucke mal kurz aufs Kärtchen. Wir wollen hier unten jetzt hin und was wir danach machen, wissen wir noch nicht. Also von daher Karte wieder zu und wir gehen in unsere Rollen und Chauffeur, fahr mich mal bitte nach Malka. Okay. Wenn wir die schon, Map-Dame sagt, wo lang. Also erstmal dem Straßenverlauf folgen. Okay. Ich glaube, unser Fahrer hatte gerade mit seiner Hand durchs Dach geschlagen. Oh! Alter! Ich habe davor noch die Minen gelegt. Das konnte man einfach nicht wissen, aber... ja. Fängt ja schon gut an. Aber dass er die beim Hochfahren nicht aktiviert hat? Soldat! Das war ein One-Way-Meme. Das, Die setzen die Polizei bald ein gegen Falschfahrer auf der Autobahn. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein Auto hier. Ich hab's noch ein Ladescreen. Okay. Ich setz das schon mal rein. mach mal an, bitte das Radio aus, sonst kriege ich hier noch Krätze. Ich glaube, ich habe das Radio ausgeschaltet, ja. Genau. Ich habe nichts gehört. Hol du lieber Ladebalken, es ist schön, dich zu kennen. Ach, Mann. Soldat, jetzt kommst du aus dem Haus raus. Runter vom Scheißhaus. Rein in den Wagen. In welchen Wagen denn? Ach, den hier. Okay, auf ein neues. Moment. Das dürfte für ein paar Lachen gesorgt haben bei den Zuschauern. Jetzt aber wieder zurück zum Ernst. Ich glaube auch. Okay. Also, wohin, vielleicht Commander? Ich das rausschneiden aus nee, lieber nicht. Missionsbericht. Am Ende der Straße bitte rechts abbiegen. Okay. Beziehungsweise links würde auch gehen, aber ich glaube, rechts ist angenehmer zu fahren. Okay. Was sind denn unsere Ziele jetzt? Wir müssen nach Malka und da erstmal Informationen beschaffen, damit wir wissen, was da so abläuft. Wir wissen, wen wir töten sollen, okay. Mhm. Ja, Bowman hat zwar schon ein bisschen was darüber erzählt, aber wir müssen halt erstmal die Akten holen. Okay. Sollen wir jetzt nicht auf die glorreiche Idee kommen, einfach rechts abzubiegen? Nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Noch nicht. Na, jetzt kannst du auch runterfahren. Verdammt. Ja. Die Straßenlage von diesem Fahrzeug ist mangelhaft. Rechts haben wir wohl ein abgestürztes Flugzeug, oder? Kann es sein. Oder ist das ein Wrack? Ein Auto. Oh Gott. Ich hab die Route verloren, Commander. Warte mal, kurz so bleiben. Ist das? Mach mal ein bisschen näher ran. Stopp. Ja, das ist ein abgestürztes Flugzeug. Das sind Vorräte. Vorräte? Mhm. Die Leute am Feuer haben und ein paar Hippies. Ja. Ausschmittelkontrolle. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. So. Alle wieder anwesend? Durch die Scheibe kann ich das nicht erkennen. Alles markiert. Achtung mit den Alpakas. Freut sich Pakatari. Okay. Wie lange muss ich der Straße folgen? Noch ein bisschen und... Okay. Da vorne kommt noch eine etwas steilere Kurve. Und jetzt könntest du rechts schon so eine Abfahrt sehen. Da müssen wir ab. Mhm. Okay. Moment, bleib mal kurz stehen. Wir haben ein Informationslager hier direkt im Haus. In dem Haus auf der Ecke? Ja, in dem Hotel hier. Da können wir vielleicht nochmal gucken. Hotel. Sieht nicht so aus, als hätten wir hier Gegner. Ja. Nach einem Hotel sieht das aber nicht so aus. Ein Motel. Billige Absteige für die Touristen, ja.
Sowas. Ja, und so halt ich einfach volle Möhre reinstürmt und es interessiert ihn einfach nicht, dass hier drin vielleicht einer warten kann. Das Kartell will ein paar abgelegene Basen mit Nachschub. Sieht aber. Bordflugzeug. Wir könnten den Rebellen gefallen tun. Sieht aber nicht so aus, als ob hier irgendwie ganz einfach die Feinde Interesse dran haben könnten. Okay, hier ist ein Neuwagen, der auf uns wartet. Sollen wir den nehmen? Ja, es ist, glaube ich, geländegängiger. Vielleicht auch weniger auffällig. Wobei, ich sehe dich gerade nicht. Ach, da bist du. Pakatari hat mir übrigens eine Telefonnummer von seinem Anbieter da gegeben für alle möglichen Fahrzeugen. Mhm. Also falls wir mal irgendwie Fahrzeugmangel haben, können wir da jemanden anrufen, der bringt uns dann in die unmittelbare Umgebung ein Fahrzeug. Ah, das klingt gut. Mhm. Und was für Fahrzeuge genau? Oder sagen wir mal, so, sind es gepanzerte oder... Nee, alles Standard-Zivilfahrzeuge. Für die gepanzerten müssen wir noch ein bisschen was tun. Da hat er noch keine Möglichkeit, an die Uni-Fahrzeuge zu kommen. Okay. Haben wir auch Möglichkeiten, Angriffsunterstützung anzufordern? Ich finde gerade mein Telefon nicht. Ich glaube ja, ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Also ich weiß, dass ich noch eine Mörser-Telefonnummer drin habe. Ich kann also einen Mörserschlag anfordern aus der Entfernung, aber ob der auch so wirkungsvoll ist, wie man es denken, keine Ahnung. Ab hier müssen wir vorsichtig sein, ich weiß nicht, ob vor uns das schon feindliche Häuser sind. Sieht danach aus. Wo müssen wir denn hin, da hoch oder was? Ja, dann lass uns hier warten. Komm ich hier irgendwie hoch? Ich sehe direkt da oben einen auf der rechten Seite. Versuche hier mal irgendwo hochzuklettern. Schau mich mal mit der Drohne um. Da ist einer mit einem Fernrohr. Oben rechts. Wo genau dann war? Ich habe das Ziel noch nicht gesehen. Auf 1 Uhr etwa. Ja, genau die 1. Meinst du den? Ja. Okay, der ist gut versteckt, ja. Hinter den Sandsäcken, da neben ihm ist noch jemand. Dings. Den könnten wir verhören. Ja. Das ist ein Leutnant. Lass den schwer. Dann neutralisiere ich die 1 jetzt nicht. Nee, noch abwarten. Wo war noch ein Ziel? Bis jetzt sehe ich keinen, aber hier sind mehrere Gebäude. Achso, das ist ein Schrein, okay. Ich versuche mal weiter hochzuklettern, ich komme hier aber nur sehr schwer voran. Seid ihr erstmal ungeschützt durch mich. Ist schwer zu sagen, ob der Leutnant quasi funken würde oder ob er einfach nur wegrennt. Ich vermute, wenn er intelligent ist, würde er funken und dann wegrennen. Oder wegrennen, wegrennen und funken. Oder funken und wegrennen. Es könnte sich natürlich auch... Seht ihr die Treppe, die dort ist? Die Holztreppe, die hochführt zu den beiden? Ja. Also bis dahin, wenn ihr vorrücken könnt, dann vorrücken. Okay, aber vorsichtig wegen des Person mit dem Fernrohr. Ja, er schaut gerade mit dem Fernglas. Ich kann nicht genau sagen, ob er euch sieht, wenn ihr ganz nah an der Felswand seid. Ich wollte nicht der Fall sein. Weg. Ja. Okay. Passt bloß auf hier oben. Ich bin hier gerade einem volle Möhre in die Arme gelaufen. Okay, vor uns links ist noch ein kleiner Unterstand. Ist der sauber? Der ist sauber. Okay. Ich habe hier die 2. Kann ich jetzt an der Treppe? Ja, ebenso. Unser Auge am Himmel überprüfen, ob ich den ausschalten kann. Moment. Ihr könnt die Treppe schon zur Hälfte hochgehen. Okay, was ist die Hälfte? Erste dann Steg? Quasi erster Steg. Die gucken nicht zu euch. Reaper, hast du Sicht auf 1? Auf 1. Negativ. Auf 1. Wir hätten Sicht auf 1. Also ihr könnt euch langsam an den Leutnant annähern. Und jetzt habe ich Sicht auf 1. Okay, dann neutralisieren. Stone. Huh? Da ist noch eine zweite Person. Okay, der ist auch down. Greift euch den Leutnant. Okay. Hab ihn.
okay, verhört. Ich hab Fragen an dich, Arschloch. Okay, dann mal gucken, was er so auspustet. Ganz ruhig. Naja. Viel geredet hat er nicht. Nee, anscheinend hat er nichts gewusst. Schade. Okay, anscheinend wurden die Schüsse bemerkt. Ich hab Feind von Kontakt, ja. Wie ist die weitere Vorgehensweise dann? Also sie wissen nicht, wo ihr seid anscheinend. Das ist das Gute. Moment. Wir haben einen an dem höheren Gebäude. Der sitzt dort im Busch. Aber des Weiteren sehe ich hier niemanden sonst. Neutralisieren? Die befinden sich anscheinend alle weiter oben am Berg. Kann neutralisiert werden. Bei der Person, die... Wo der... Ich müsste eine Person erledigen. Die hat sich da wohl versteckt, da wo der Leutnant war. Okay. Die 1 macht gerade ein bisschen Stress. Oh. Was war das? Gar nichts. Ich habe eine Detonation gehört. Nichts passiert, alles gut, alles ruhig. Ich rücke zu euch vor unter die Treppe. Ihr könnt die zweite Treppe hochgehen und euch an der Mauer des Gebäudes erstmal verstecken. Verstanden. Positiv. Es kommen Feinde mit Auto. Von wo? Stehender Beschuss. Unten auf der Straße. Ja, ich seh's. Ausgeschaltet. Das Fahrzeug ist explodiert. Moment, da kommt noch ein Fahrzeug. Ich glaube, unser Commander ist down. Okay, Feindkontakt. Und der Commander befand sich das letzte Mal unter der Brücke. Ich sehe eine. Ja, da ist er. Ah, du bist schon okay. Ich decke die Treppe. Reaper, bist du noch am Leben? Ich bin noch hier, ja. Okay. Dankeschön. Ich habe halt das Problem, dass die höchstwahrscheinlich wegen mir hier auf dem Weg hin sind. Weiteres Auto? Ich sehe. Ausschalten? Okay. Ja. Besteht die Möglichkeit, Minen zu legen, dass die Personen die mit den Fahrzeugen nicht mehr zugreifen können? Ja, Enno, kannst du Minen legen? Natürlich. Die sollten nur von hier kommen, dann. Am liebsten hinter dem jetzt noch brennenden Fahrzeug platzieren. Und dann etwas weiter auseinander, ich habe nämlich einige dabei. Okay. Das ist der einzige Weg auf den Berg. Gut, ich nutze die Chance und schaue mich weiter mit der Drohne um. Aber ich denke, wenn hier welche direkt in der Nähe gewesen wären, dann wären die aufgeschreckt worden. So, die Straße ist vermint. Verstanden. Gut. Wir haben tatsächlich noch einen hinter dem hohen Turm bei uns hier. Ich bin halt im Moment noch immer noch komplett unbrauchbar hier, weil ich nicht von der erhöhten Stellung komme. Ja, da ist Ende wieder. In der Entfernung ein Auto, mal schauen, ob die Minen wirken. Mhm. Oh ja, ich sehe das Auto. Wenn du es so richtig verdrahtet hast, dann ja. Bei der Betonbarriere ist auf jeden Fall ein auf der Höhe. Ist der denn feindlich? Jo. Okay, das war effektiv. Okay. Mine 1 ist hochgegangen. Zwei sind noch da. Okay, die Leute weiter oben am Berg lassen sich nicht davon beeindrucken, dass hier unten Dinge explodieren. Ja, da sind die vielleicht gewohnt. Also weiteres Vorgehen. Wir müssen den am Turm ausschalten, hier vorne. Dann haben wir hier unten erstmal Ruhe. Vielleicht bricht dann auch der Funkkontakt für die Feinde ab. Keinen Sichtkontakt? Ich auch nicht, aber ich bin hier oben gerade. Der versteckt sich hinter der Ecke. Wenn möglich, ausschalten. Kein Sichtkontakt. Eine Treppe von Deck im Weg. Ja, ich sehe dich. Noch weggesagt. Kein Sichtkontakt. Okay. Ich hock mich dann mal hier. Vögel. Ich hock mich mal hier aus Dächlein. Manwa, wo bist du? Ich bin zu der Person vorgerückt, wie gewünscht. Okay. Manwa, ich sehe den Weg hoch noch eine weitere markierte Person. Ja.
der befindet sich dort, soweit ich sehen konnte, alleine. Ich werde jetzt nochmal mit der Drohne schauen. Ihr könnt schon mal den halben Weg hoch vorrücken. Landen, rücke vor. Schäfchen, ich versuche hier hinten mal an den Felswänden hochzuklettern. Vielleicht komme ich da irgendwie an eine höhere Stelle. Ja, sei vorsichtig. Ich sehe zwar nur Zivilisten an den Bergen rumlaufen, aber es kann sich schnell ändern. Okay. Okay, ich sehe noch eine weitere Person. Okay, bin auf etwa halber Höhe. In der Hütte. Wenn ich das richtig sehe, oder es steht vor der Hütte. Schwer zu sagen. Mama, du gehst mit Enno mit? Das ist die. Okay, hatte die falsche Vorstellung von halber Höhe. Ich gucke zu Enno. So. Ebenfalls vor. Lang noch kein Sichtkontakt. Wir sind noch nicht an der Kurve des Berges. Okay. Bin jetzt bei Enno. Ich bin auf der anderen Straßenseite von euch aus. Ja, hab dich gerade im Gespräch rumlaufen sehen. Okay. Ja, ich sehe die Drohne. Ja, Thermalsicht zeigt das auch. Okay, der Turm ist nicht besetzt. Die scheinen etwas nervös zu sein. Ihr könntet, wenn ihr auf meine Straßenseite kommt und dort so ein bisschen hinter der Kuppe versteckt bleibt, dann könnt ihr vorrücken. Da sind so kleine Betonmauerstücke. Von da aus könnt ihr zumindest die zwei erstmal sehen. Mhm. Landen, wechsel die Straßenseite. Ich muss einmal kurz aus dem Charakter rausgehen und mich selbst in die Luft jagen, weil ich in so einen scheiß Spalt gefallen bin, wo ich nicht mehr rauskomme. Hast du keine Bergsteigerausrüstung? Nee, leider nicht. Nein, hab ich nicht. Okay. Ja, toll, das funktioniert noch nicht mehr. Ich kann mich gar nicht selbst umbringen. Hast du keine... Ja, du hast keine Schnellreise auf der Map zu uns. So, ich schalle Nachtsicht ein. Es wird doch etwas zu dunkel. Ich suche die Betonstücke. Ich habe auch noch keine gesehen. Ah, da sind die Betonstücke, ja. Fast bei dem Gebäude. Ja, ich bin dann bei den Betonstücken. Ja, die müssten euch etwas Schutz geben können. Enno, wo bist du? Wahrscheinlich noch nicht weit genug. Nee. Dann warte, wann war. Ja. Enno sollte vorgehen. Ich habe nur Sichtkontakte auf die zwei von meiner Position. In dem Gebäude befinden sich mehrere Personen. Alle sehr angespannt. Okay, wann bin ich hinter dir? Ich habe noch meine Explosion gehört. Das war ich, ich musste mich umbringen. Commander? Ja? Wenn die von der Straße quasi weiter den Berg hoch, da sind zwei Personen, sind die feindlich oder sind das Freunde? Ich hab Zivilisten die Straße hochgesehen. Mit dem Stiefel und die Frau in dem grauen Top? Ja, das müssten Zivilisten sein. Okay. Keine Feinde den Berg hoch. Zum weiteren Vorgehen. Ich denke, eine gezielte Granate in das Haus wäre wahrscheinlich die beste Option, die drei auszuschalten. Ja, das ist möglich. Okay. Es wäre gut, wenn Enno die Granate werfen könnte und Vanva währenddessen ein Auge auf die zwei hat bei dem Lichtgedönster. Ja, Moment, muss dafür ein klein bisschen meine Position ändern. Okay, das ist dann jetzt möglich. Muss ich meine Position anpassen? Okay. Ich habe einen Blick auf die zwei und könnte auch bei Bedarf im Haus stürmen. Okay. Granate ist ausgewählt. Okay, dann Wanda, du erschießt die zwei, wenn die Granate geworfen ist, okay? Bei Wurf oder bei Explosion? Bei Wurf. Okay. Okay, Granate fliegt in 3. Halt, ich muss den Winkel nochmal genauer einschätzen. So, Granate fliegt in 3, 2, 1, fliegt. Okay, 2 ist tot. Okay, sehr gut. Gegner alle ausgeschalten.
Sehr gut. Soweit ich sehen kann, sind keine weiteren Feinde in diesem Teil des Lagers. Okay. Sei denn, sie haben sich gut versteckt. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann begeben wir uns weiter Richtung Berg hoch. Wir haben hier einen Mineingang. Wobei, Moment, wir haben hier ein Informationslager vorne, wo die Granate reingeflogen ist, müsste es etwa sein. Okay, ich sehe mich um. Ja, habe die Dokumente. Ich werde zu euch aufschließen. Befinden sich hier in der Nähe irgendwo Munitionskisten? Negativ, habe noch nichts an Munitionsvorräten gesehen. Ich ebenfalls nicht. Okay, dann suche ich mal. Okay, aber vorsichtig, nicht, dass sich irgendwo noch Gegner verstecken. Lebt unser Scharfschütze? Ist der... Der ist wieder ja, da. Okay. Ich habe nur Funkstille gewahrt, oh, weil ihr hier schwer beschäftigt wart. Okay. Das war anscheinend meine nächste Mine. Okay. Das heißt, jemand sollte... Ich kann Ausblick auf den Weg von unten haben. Okay. Such du nach Munition, ich masche. Okay. Ich gehe für die Munition mal in das Gebäude hier rein. Wir haben ja auch noch einen Mineneingang. Oder da. Ich werde mit der Drohne einmal reinfliegen und nachsehen, ob da vielleicht Munition oder dergleichen drin ist. Ein weiterer Feind in der Mine. Ist aber erstmal nicht relevant für uns. Wann warst du schon hier oben auf dem Plateau? Welches Plateau? Ich bin hier links von dir auf einer. Ah, ja, ist das. Nein, noch nicht. Ich höre Schüsse. Wahrscheinlich aus der Mine. Warte, wir kommen zurück. Sie haben meine Drohne erschossen. Mist. Ich befinde mich vom Mineingang. Sie sollten aber theoretisch trotzdem nicht rauskommen. So eine Scheiße. Aber es ist gut, dass du sicherst. Kann man in das Gebäude rein? Negativ. Hier ist auch nirgendwo Munition. Okay. Die haben die Türen gut abgeschlossen. Okay, ich denke, es bringt nichts, wenn wir jetzt in die Mine reingehen, deswegen werden wir weiter den Berg hoch müssen. Okay. Wir müssen quasi uns bis zu den Bahnschienen hochkämpfen und das noch ein ganzes Ende. Okay. Ist der Weg verstanden frei, die erste Straße hoch? Ja, bis zur Kurve ist sicher. Okay. Ich rücke mit den beiden vor. Ja, ich bin dicht hinter euch. Ich bin auf etwa halber Höhe. Momentan nur Zivilisten. Okay, ich sehe eine Mine auf dem Berg. Reaper, vielleicht kannst du hier schon an der Seite hochklettern. Ich davon ist ein kleiner Verschlag. Ja, ich glaube, hier ist die Kurve. Irgendwann brauche ich ein kleines Katapult, das meine Ausrüstung rumschließt, schießt. Ja, so ein Enterhaken. Ja, aber nur für die Ausrüstung. Das Klettern an sich macht ja Spaß, aber nicht mit der Ausrüstung. Ja, der Eingang ist versperrt. Da kommen wir nicht durch. Ja, wir Vorsicht, können den frei machen. Das würde aber die Gegner aufschrecken. Wartet lieber erst, bis ich eine Position habe, wo ich euch sehe. Das hat mich noch etwas verwinkelt hier oben. Sollen wir unsere Position erstmal halten? Wir können gerne ausprobieren, ob der Minenschacht frei zu sprengen ist, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir in die Mine müssen. Ach, das seid ihr? Das könnten wir eigentlich nach dem Einsatz hier versuchen. Ja, ich denke auch, das wäre eine gute Idee. Okay. Also ich sehe den Commander und ich sehe unseren Sunny. Ja, ich werde hier an der Ecke in dem Busch erstmal sitzen und meine Drohne losschicken. Verstanden. Hier oben ist viel Action, also seid vorsichtig. Wann war links von der Straße sind zwei Betonbarrieren. Bieten halbwegs Deckung. Ah ja, ich sehe sie. So, rücke zur zweiten Barriere vor.
Ich schließe dem Soldaten auf. Bisher konnte ich niemanden sehen. Man hört zwar die Musik aus dem Gebäude, aber niemand darin. Jetzt schlafen sie ja alle gerade. Türen sind auch alle verschlossen. Und keine Patrouillen. Also hier an der Mine scheint zumindest alles sicher zu sein. Okay. Okay, dann rücken wir vor. Ja. Quasi auf halber Höhe des Berges ist rechts so eine kleine Lagerhalle. Da sind medizinische Versorgung drin. Aber oben auf dem Berg, da steht schon wieder einer und da patrouilliert auch einer. Lagerhalle. Mal mit denen vorsichtig sein. Also noch ein Stückchen höher als ihr jetzt seid. Alter, wann war? Wenn du nochmal so, ne? Ich bin etwas schreckhaft am Zeigefinger. Sollte ihn nicht erschrecken. Stell dich nicht so an, Scharfschütze. Du hättest dir fast eine Kugel eingefangen, hättest dich selbst verarzen dürfen. Hier diese Lagerhalle, diese blaue. Ich glaube ja. Ich glaube, wir meinen dieselbe. Ich rücke einmal zu dem Minengebäude vor, wo das Auto stand. Ich gebe mich hier hinter so einem Verschlag in Deckung. Verstanden. So. Sollen wir weiter vorrücken? Momentan befinden sich 4 Gegner auf der Straße, wenn ihr quasi um die Ecke rumbiegt, oben auf diesem erhöhten Plateau. Ja, ich sehe ein, ich sehe die 4. Ja. 3 sind davon markiert, einer unmarkiert geht voraus, jetzt die Kurve runter. 1 und 3 könnte ich ausschalten, wenn sie an mir vorbeikommen. Ich hänge hier neben der Straße in dem Busch. Sie kommen runter zu euch, 2 Stück. Beide genau. 4. Ausschalten, wenn nötig, wenn sie euch zu nahe kommen. Jetzt könntet ihr sie gefahrlos ausschalten. Wann war? Wen nimmst du? Ich kann Achtung, den unmarkiert. Irgendwas ist da passiert. Franco ist ausgeschalten. Dreckswaffe. Vorsicht mit dem Helikopter. Der ist ziemlich nah. Ja. Sucht er uns? Unidad. Okay, ich rücke jetzt den Leichen vor der 4 vor. Der scheint irgendwas zu suchen. Ich begebe mich erstmal in die Oh Gott, ich werde beschossen! Okay. Oh. Leg dich mit einem in deiner Größe an. Tschüss. Oh. Beziehungsweise mit einem von deinem Kaliber. Du hast ja von uns das Größte. So, rücke weiter vor. Ich hab das Größte, ich bin der Größte. Ganz einfach. Immer diese Scharfschützen. Nicht Oberwasser kriegen hier. Wer hat hier gerade mit einem Schuss ein Heli vom Himmel geholt? Genau, ja, das war ich. Gut. Also dort vorne, wo die eben waren, scheint es erstmal sicher zu sein. Habe Nachschübe markiert. Würde mich kurz umsehen wegen Munitionsvorräten. Hier fährt doch bestimmt ein Zug über die Gleise, oder? Ja, vorsichtig. Okay. Dann bleib ich da nicht drauf liegen. Ja, das wäre schlecht. Aber da vorne ist auch schon unser Ziel, also da, wo diese Pumpstation ist. Da die 1 ist? Ja, genau. Meine Munitionsvorräte. Okay. Ich sehe hier oben aber noch mehr Gegner. Ich befinde mich direkt bei diesem metallenen Torbogen über den Gleisen, genau da an so einem Pfeiler da eckig. Also in der dunklen Hütte, die da steht, ist erstmal niemand.
Wenn ihr auf der linken Seite so ein bisschen verdeckt bei den Büschen bleibt, dann könnt ihr bis zu dem dunklen Gebäude vorrücken. Mhm. Den, okay, wo der verstanden. Satz mit der Haifuera draufsteht? Ja. Okay. Das Gebäude an sich ist leer, aber draußen patrouillieren halt einige. Gerade an diesem Backsteinhäuschen, was da ist. Da ist gerade wieder einer reingegangen, den ich nicht markieren konnte. Ich habe einen Schuss gehört. Das war ich. Ich habe euch ein bisschen Licht abgenommen. Mhm. Wenn finde mich jetzt bei dem dunklen Gebäude. Achtung, die 4 ist hinter dem Gebäude links von euch. Ja, ich habe Sichtkontakt mit ihr. Ja, der schaut gerade runter. Habe Sichtkontakt zu Nummer 3. Vorsicht, die 4 kommt. Die 4 ist, glaube ich, ins Haus gegangen. Ne, ist hinterm Haus weiterhin. Was ist denn hier noch eine Lampe? Ich sehe zwar einen Schein, aber sehe die Lampe dazu nicht. Die 1 geht jetzt auch nach hinten und schaut runter. Kein Sichtkontakt mehr. 2 nähert sich. Nur Sichtkontakt zur 4. Wo noch kein Sichtkontakt? Okay, die patrouillieren sehr eng. Sichtkontakt mit der 2. Sichtkontakt zur 3. Verändere Position, ich gehe mal rechts oberhalb an den Felsen in Stellung. Mhm. Okay, dann warten wir, bis du in Position bist. Aber es wird schwierig, weil die 4 sehen sich halt immer. Also denn, wenn einer ans Haus geht. Die 4 sieht irgendjemanden. Wann war das? Bist du das da vorne? Ja. Ich weiß es nicht, ob sie mich sieht. Ich gehe mal in eine noch sichere Position. Wäre möglich, dass er in deine Richtung kommen könnte. Sind das die einzigen 4 Ziele? Mehr gibt es hier nicht. Mehr sind es nicht. Verstanden. Ich besitze die Möglichkeit, alle 3 vorderen auszuschalten. 1, 3 und 2 sind bereit zum Ausschalten. Ich kann in Position gehen, 4 auszuschalten. Habe 3 in Sicht. Okay. 4 kann ausgeschaltet werden. Okay. 4 ist ausgeschalten. Okay, keiner hat es bemerkt. Ein Kontakt zu 3. 3 befindet sich gerade hinterm Haus, hat auch bei mir die Position verlassen. Ich glaube, Wanda kann den sehen. 1 und 2 kann ich ausschalten. Enno, kannst du 2 sehen oder 1? Negativ, sind beide hinter dem Gebäude. Ich kann beide ausschalten. Aufgrund der Fauna kann ich 3 nicht sehen. Okay, schade. 3 kommt wieder in Sicht. Enno, wo genau stehst du? Rechts vom Gebäude, hinter einer Barriere. 3 nähert sich eurer Position. Ich sehe dich. 3 ist ins Gebäude gegangen. Beziehungsweise 2 halbwegs im Visier. Ich könnte die Position bis hinter den LKW wechseln. Enno, kannst du dich so... Alle sind ausgeschaltet. Okay. Puh, Entschuldigung, ich musste schnell handeln. Die waren gerade alle in optimaler Position. Okay, dann in das Backsteinhäuschen gehen. Dort sollten sich unsere Informationen befinden. Hier sind Munitionsvorräte. Hm. Moment. Ich sehe... Unten am Berg befindet sich jemand, aber der wird uns nicht gefährlich. Alles gut. Hier sind noch Vorräte. Was? Medizinische? Nee, das sind nicht die Informationen. Hier bei mir. Doch, das gibt Informationen. Ist? Bei mir nicht. Bei mir schon. Könnte sein, dass uns jemand auf dem Berg langsam folgt. Bowman, wir haben erfahren, dass El Chido ein Konzert auf einer Bühne... Die nennen die Show Pachangon Boliviano. Ich wäre zu gern da. Naja, Kisera, wie man so sagt. Wir müssen das Konzert verhindern. Gehen Sie da hin und crashen Sie die Party. Irgendein besonderer Wunsch? Sorgen Sie einfach dafür, dass keine Musik läuft. Und sorgen Sie für ordentlich Verdauung. Achtung, Zug. Hier ist eine Munitionskiste, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Haben uns bereits aufmunitioniert. Sehr gut. Sorry. Bin auf der falschen Schienenseite. Okay, jetzt ist er vorbei.
Gut. Ich müsste meine Speicherkarte austauschen. Ja, das kann ich bestätigen. Okay, dann tun wir das hier eben. Gut, dann, was sagt da? Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn ich gerade ein bisschen übertrieben habe, indem ich alle drei ausschalten musste. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der ganzen Sache. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.